Europa war und ist wie ein Torso ohne seinen Osten, zitierte Herr Steinmeier, der deutsche Außenminister, vor kurzem den Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, dessen Name für eine gelungene Entspannungspolitik während des Ost-West-Konflikts steht. Unumstritten unter deutschen Historikern ist heute, dass Brandts Ostpolitik eine Weichenstellung für die deutsch-europäische Wiedervereinigung brachte. Wie aber bei manch anderen Fragen auch, gibt es zu der Politik des Wandels durch Annäherung eine andere Empfindung aus osteuropäischer Sicht. Brandts Ostpolitik hat darauf gesetzt, Verträge mit kommunistischen Regimes zu schließen. Damit baute er eine Vertrauensbasis zu den kommunistischen Machthabern in Osteuropa auf, nicht aber zu den Oppositionellen. Die Taktik der Annäherung nahm letztlich die Legitimierung der kommunistischen Diktatur in Kauf. Die kommunistischen Machthaber im Osten, die ihren eigenen Bürgern unter Gewaltanwendung ein totalitäres System aufzwangen und sie ihrer Freiheit beraubten, wurden als Vertragspartner vom Westen anerkannt und erhielten sogar eine Argumentationshilfe aus dem Westen ihren unterdrückten Bürgern gegenüber. Zu den zum Teil berechtigten Lobeshymnen also über die Entspannungspolitik dürfen nun 20 Jahre nach Mauerfall auch die Enttäuschung der sich wieder in Stich gelassen gefühlten Bürger Osteuropas Erwähnung finden. Und ob letztendlich die vorsichtige Politik des Wandels durch Annäherung oder die mutigen Aufstände in Prag, in Polen, in Ungarn zum Fall der Mauer geführt haben, lauter Ausbruchsversuche, die von den ehemaligen kommunistischen Vertragspartnern dieser Ostpolitik blutig niederschlagen wurden. Was nun dazu führte, 75 Millionen Osteuropäer zu einem freien Leben zu verhelfen, ist keine bloß historische Frage. Denkt man so oder so von der Politik der Annäherung, dem Brandtschen Satz, Europa war und ist ein Torso ohne seinen Osten, kann es trotzdem auch aus dem Osten nur Zustimmung geben. Wenn aber in einem Atemzug mit diesem Zitat Politiker osteuropäischer Staaten verächtlich gemacht werden, weil sie durch den Widerstand gegen die sowjetkommunistische Diktatur geprägt wurden und aufgrund einer für den Westen unbekannten Erfahrung Europas Politik zu Russland anders definieren wollen als der Westen, so kommt der Verdacht auf, der Satz dient nur als Sonntagsreden-Zitat. Weil ein ehemaliger Opferstaat sowjetkommunistischer Verbrechen Estland die EU mahnt, nicht zum Komplizen von Moskaus Politik der Einflusszonen zu werden, verspottet das Spiegelmagazin Staatspräsidenten Ilves und wirft ihm vor, Zitat, von der Spitze seines 1,3 Millionen Einwohnerstaats aus westliche Partner mit Ratschlägen versorgen zu wollen, Zitat zu Ende. Ist das unser erweitertes Europa, in dem jeder seiner Mitglieder eine Stimme hat? Oder ist es die Arroganz eines Westeuropas à la Chirac, der schon vor Jahren Polen, Tschechien und Ungarn als ahnungslos bezeichnete und angesichts ihrer Solidaritätserklärung mit den USA ermahnte, Zitat, eine gute Gelegenheit verpasst zu haben, den Mund zu halten. Zitat zu Ende. Auch unser Gast des heutigen Nachmittags. Zitat, der redegewaltige polnische Außenminister Sikorski, wie das Zentralorgan des Westens der Spiegel ihn nennt, und dann behauptet, mal droht der Pole in großer Runde für den Fall eines russischen Angriffs aus der Ukraine, mal kommentiert er das deutsch-russische Pipeline-Projekt mit dem Satz, das ist die Molotow-Ribbentrop-Tradition. Mal droht der Pole. Zitat zu Ende. Kein Wort dazu, dass in diesem geheimen Zusatzprotokoll des genannten Pakts Deutschland dem Vertragspartner Stalin entgegengekommen ist und sein Einverständnis gab, Finnland, Estland, Lettland sowie große Teile Polens als sowjetisches Interessengebiet zu definieren und einzuverleiben. Aus der Sicht der damaligen Opfer dieses Paktes ist also der Vergleich der Attitüden deutsch-russischer Vereinbarungen über den Kopf des polnischen Nachbars hinweg keinesfalls abwegig. Hinter jeder europäischen Entscheidung heute liegt deshalb ein Stück Vergangenheit.